Die Fahrgäste sind wieder da und sie kommen in Scharen. Volle Züge und Bahnsteige, nicht nur dank 9-Euro-Ticket im Regionalverkehr, sondern auch in der weißen Flotte der Fernzüge. Trotz Maskenpflicht in den Waggons, Andrang wie vor der Pandemie. Für dieses Jahr hatte der Staatskonzern Deutsche Bahn sich vorgenommen, nach 2 Jahren Corona endlich wieder Geld zu verdienen. Auf erdrückende 34,5 Milliarden Euro waren die Schulden zuletzt gestiegen. Es mangelt an Effizienz, sagen Kritiker. Die Bahn hat in den letzten Jahren eben sehr viele bahnferne Geschäfte dazugekauft, mit denen man eben weitgehend kein Geld verdient, sondern die Geldkosten. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist, dass die Bahn ihre Bürokratie sehr stark aufgebläht hat, was zum einen Prozesse langsamer macht, aber eben auch Kosten verursacht. Hinzu kommt, alle 3 Wochen wird ein neuer ICE 4 ausgeliefert und muss dann auch bezahlt werden. So steigt zwar das Platzangebot, doch die neuen Schnellzüge starten in ein Bahnsystem in desolatem Zustand. Die Pünktlichkeit im Fernverkehr ist mit 58% auf einen Tiefstand gesunken. Fast jeder zweite Zug erreicht sein Ziel mit mehr als 6 Minuten, deutlich verspätet. Hauptgrund: noch nie wurde so viel am Schienennetz gebaut. Verschlissene Fahrwege, veraltete Technik. Was über Jahre vernachlässigt wurde, soll jetzt in einem Kraftakt fit für doppelt so viele Fahrgäste ab 2030 werden. Zeitweise auf über 850 Baustellen pro Tag. Geplant von der DB Netz-Sparte, deren Baukoordinierung offenbar mitverantwortlich für Verspätungen ist. Die Deutsche Bahn muss auf jeden Fall ihr Baustellenmanagement in den Griff kriegen. Nicht mehr für jede Maßnahme eine einzelne Sperrung. Wir haben viel zu viele Streckensperrungen, die zu einer drastischen Reduzierung der Kapazität und zu vielen Verspätungen führt. Probleme, die jetzt die Kundschaft ausbaden muss. Wer sich für die Bahn als Verkehrsmittel entscheidet, muss aktuell mit Verspätungen und verpassten Anschlüssen rechnen. Und wird damit oft alleingelassen, sagt der Fahrgastverband. Es muss sehr viel mehr und sehr viel besser informiert werden. Und man muss vor allen Dingen auch die Dinge, die in der Zukunft passieren könnten, durchaus mit einplanen und sagen, liebe Leute, fahrt vorsichtshalber dann lieber so. Das klappt auf alle Fälle. Und genau das fehlt. Unpünktliche Züge, Baustellenchaos, Rekordschulden. Es läuft nicht rund bei der DB. Und das, obwohl sie gerade jetzt so stark nachgefragt ist, wie schon lange nicht mehr. Gibt noch einiges zu besprechen. Karl Wasmuth vom Fahrgastverband Bahn für alle ist bei uns im MoMA-Café. Herzlich willkommen heute Morgen. Schönen guten Morgen. Wir ziehen Halbjahresbilanz. Wie sieht Ihre Bilanz aus? Daumen hoch oder Daumen runter? Ja, wir haben sozusagen Licht und Schatten. Die Bahn zu kritisieren, das ist jetzt kein Kunststück. Das kann jeder. Man kann sagen, alles ist schlecht und es ist wirklich sehr viel sehr schlecht. Aber diese Bahn, die wir haben, kann trotzdem noch schlechter werden. Von daher ist die Bilanz so, wir haben eine Grundstruktur, die noch funktionieren könnte, wenn man die Bahn steuern würde. Und dass man die Bahn steuern kann, das hat interessanterweise der neue Verkehrsminister gezeigt. So quasi mit einem Fingerschnippen hat er mit dem 9-Euro-Ticket gesteuert. Mhm. Und jetzt sind alle sehr aufgeregt, denn 20 Jahre lang haben alle behauptet, man könnte die Bahn nicht steuern. Sie kritisieren ja auch, dass die Bahn das Schienennetz nicht bilanziert. Was meinen Sie genau damit und warum ist das so entscheidend? Ja, wir haben also heute Bilanzpressekonferenz der Bahn, der DB AG. Und wir haben diese Bilanzpressekonferenzen andauernd, Halbjahres- und Jahresbilanzen. Und seit 1994 werden diese Bilanzen gezogen. Aber das sind sehr zweifelhafte Veranstaltungen. Man muss nämlich wissen, dass das Netz, das Schienennetz, das netto weit über 100 Milliarden Euro wert ist, nie bilanziert wurde. Das heißt also, da wird etwas gerechnet. Und der größte Kostenfaktor und das wichtigste, elementarste, kommt darin gar nicht vor. Das heißt, es ist eine betriebswirtschaftliche Rechnung und keine volkswirtschaftliche. Aber wir haben jetzt gemerkt, die Bahn ist eine volkswirtschaftliche Einrichtung der Daseinsvorsorge. Und wir brauchen sie gegen den Klimawandel sozusagen vorzugehen, um die Verkehrswende zu bekommen. Und die Bahn bilanziert das nicht. Und sie macht keine Abschreibungen und sie spart Kosten, indem sie am Netz spart. Und deswegen ist es so kaputt. Und die Züge sind voller denn je. Sie haben das 9-Euro-Ticket ja schon angesprochen. Viele unserer Zuschauer hier, Zuschauerinnen, sind vielleicht auch mit der Bahn angereist. Und wir haben bei Dunja jemanden, der auch so seine Erfahrung gemacht hat. Ja, und wir haben ja gerade gehört, die Bahn sei steuerbar, was die Preisstruktur anbelangt.
mag das stimmen, wie wir gerade sehen, aber was die Pünktlichkeit anbelangt, da scheint sie unsteuerbar zu sein. Pascal ist bei mir, schönen guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Aus? Grünheide. Okay, das heißt, Sie sind heute auch mit der Bahn gekommen? Ja. Und die hatte? Nur eine Minute Verspätung. Wenn Sie das schon so sagen, das heißt, Ihr Erfahrungswert liegt aber sonst wo? Bei 5 bis 10 Minuten oder öfter auch mal eine Viertelstunde oder auch eine halbe Stunde. Das heißt, Sie verpassen grundsätzlich Ihre Anschlussbusse und da muss man dann schon öfter dann 1,5 Stunden auf den nächsten warten oder halt auch mal eine Stunde nach Hause laufen. Und Sie sind auf die Bahn angewiesen, weil? Ich täglich zur Schule muss. Aber dann kommen Sie permanent so spät zur Schule? Nicht permanent, aber mindestens einmal die Woche. Okay, das ist natürlich zwar keine schöne, aber eine Ausrede. Und ja. Die hat auch noch Wahrheitsgehalt. Vielen Dank. Dankeschön. Pascal. Und ja, auch eine Erfahrung von vielen wahrscheinlich. Das liegt nicht nur, aber auch am 9-Euro-Ticket zum Beispiel. Immer mehr Menschen jetzt in diesen 3 Monaten fahren mit diesem Ticket. Die Züge sind voll. Finden Sie denn, dass das 9-Euro-Ticket jetzt eine gute Idee war oder eher nicht? Das 9-Euro-Ticket war eine sehr gute Idee und das sollte auch unbedingt fortgesetzt werden. Das hat mehrere Dinge gezeigt. Zum einen hat es gezeigt, dass man steuern kann. Es hat gezeigt, dass wir die ganze Zeit in einer extrem kleinen Staaterei gelebt haben. Jetzt kann man auf einmal deutschlandweit mit einem Ticket fahren. Also das lieben die Menschen und zu Recht. Man muss nicht mehr in diesem Verkehrsverbund und mit diesem Rabatt und da ist die Grenze. Es hat aber auch die Probleme gezeigt. Wir haben eine Bahn, die extrem abgebaut hat. 17% Schienennetz, 40% Weichen, 160.000 Vollzeitbeschäftigte wurden sozusagen abgebaut. Die Stellen sind verloren gegangen. Und das fehlt uns jetzt. Jetzt haben wir die vollen Züge. Die Leute machen endlich das, was sie sollen. Die fahren mit einem ökologischen Verkehrsmittel. Aber das ist natürlich voll und die Beschäftigten dort kommen an ihre Grenzen. Frage ist ja, was tun? Sie haben jetzt viel von Steuern gesprochen. Also in welche Richtung sollte die Bundesregierung, sollte der Bundesverkehrsminister die Deutsche Bahn steuern? Der sollte insofern steuern, indem er dem eigenen Unternehmen, das gehört uns ja, die Deutsche Bahn ist zu 100% in Bundeseigentum, sagt, toll gemacht, ihr habt gezeigt, ihr könnt sozusagen ein Ticket einführen und jetzt brauchen wir noch die Leute, die Wagen und die, die Infrastruktur, die diese vielen Leute dann dauerhaft da transportieren kann. Und wir brauchen vielleicht auch noch einen neuen Interregio, denn das ist das, was fehlt zwischen Regionalverkehr und Fernverkehr. Die Leute fahren selten 500 Kilometer, eher so zwischen 50 und 150 und dafür gibt es gar kein Zugsystem. Und spätestens am Ende des Jahres ziehen wir wieder Bilanz. Karl Wasmuth war das vom Fahrgastverband Bahn für alle. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Danke.